So, hallo ihr lieben Zuschauer, auf zu Mafia 2, Teil 27. So, also jetzt haben wir sie alle erledigt, also die draußen zumindest. Und da ich hier permanent, wirklich permanent drinnen im Lager abkratze, habe ich mich mal informiert und herausgefunden, dass man jetzt das Auto nehmen soll und mit diesen ins Wasser fahren soll. Also ich verstehe den Sinn dahinter zwar nicht, aber nachdem man im Wasser gelandet ist, schließt sich hier das Tor und man kommt oben rein. Und oben ist es natürlich einfacher, die Leute drinnen zu erledigen. Also fahre ich jetzt da mal runter. Lass mich reinfallen. Ja. Und komm dann hier raus, ne? Also ich hoffe, dass es nun einfacher ist. Ich meine, ich probiere das jetzt zum ersten Mal. Ja, und wie ihr seht, ist hier das Tor jetzt zu. Also die Garage. Oder die Garagentür zum Lager. Dann gehen wir mal rauf. Jetzt hoffe ich auch, dass wir genügend Munition haben. Weil jetzt haben wir doch ein bisschen arg rumgeballert. Jetzt gehe ich mal hier vorerst zurück. Weil danach ist es zu spät, ne? Wobei, wir müssten schon genug haben, aber zur Sicherheit hat. Schaue ich mich hier noch um. Wir haben ja einige Leute hier erledigt. Ja, ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es weitergeht, weil wir verstricken uns immer mehr in Geschichten, ja, die immer gefährlicher werden und immer mehr sich gegen die Familie richten. Ja, seht ihr, jetzt haben wir einiges noch aufheben können. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Wer ist das? Ein Arbeiter. Ein Armer, der ausgenommen wurde, ne, von diesem Arschloch. Also der ist mir ja von Anfang an wirklich extremst unsympathisch, dieser Typ. Weil er eben die Leute so ausnimmt, ne, die gute Arbeit leisten. So. Gut, dann gehen wir mal da hoch. Ich hoffe, wir schaffen es. Wahrscheinlich nicht auf Anhieb. Aber zumindest wissen wir nun, wie es ein bisschen einfacher geht, hier durchzukommen. Weil das ist ja jetzt wirklich ein Bosskampf sozusagen. So, ich stelle mich mal hier an die... an die Wand. Da ist er. Jetzt habe ich ihn natürlich nicht mehr im Blick, ne? Der versteckt sich, ne, dieser Wichser. So, der ist mal ab. Ah, da ist er.
So, jetzt haben wir ihn gehabt, oder? Steht er wieder auf? Nee. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Boah, das war jetzt knapp, ne? Jetzt haben wir noch einen. Ne, zwei. Zeig sich nur, wo die sind. So, der ist jetzt mal weg. Ja, einen haben wir noch. Problem, ich sehe ihn. Na, zwei sind noch. So. Das wäre es gewesen, ne? Durchsuche Dereks Büro. Ja klar, das wollte ich gerade machen. Und Errungenschaft haben wir freigeschaltet. Das habe ich sie in der Eile nicht gelesen. Verdiene 27.500 für Bruno. Ja, da blinkt die Tür auf. Wow, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Cool. Vielleicht legen wir noch auch eins raube Läden aus oder bringe, ja, steht wieder dasselbe. So, dann hauen wir mal schnell ab. Ich möchte jetzt trotzdem bringen. Ja, wir könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war notwendig. Nee, es wäre dumm, dieses Fahrzeug zu klauen. Kommt mir jetzt in den Sinn, weil wenn wir das zur Brusky bringen, dann fragt sich der, ja, was macht der mit Bruskys Fahrzeug, ne? Dann würde der ja sofort auf uns kommen, dass wir das waren. Also steige ich mal in unser Auto. Steige diesmal nicht mehr aus und fahre direkt zu Brusky. So, bevor wir das jetzt machen, müssen wir natürlich markieren. Den Brusky-Laden, Schrottplatz. Aber sonst finde ich nie zu denen hin. Bin zwar nicht schlecht, also habe zwar keine schlechte Orientierung, aber in diesem Spiel tue ich mich dann doch ein bisschen hart. Ich hoffe, dass wir jetzt alles... Ja, jetzt haben sie uns trotzdem, Mann. Haben sie uns trotzdem, ne? Warum? Ja, da hat uns irgendjemand verpfiffen, würde ich sagen.
Fahr mal besser geradeaus. Es ist extrem schwer. Fahr. Ja, die haben Wind bekommen, ne? Von der ganzen Geschichte. So, aber jetzt haben wir... Jetzt haben wir sie abgelenkt. Deswegen laufe ich mal da nach vorne. Hol mir ein anderes Fahrzeug, damit wir es einfach einfacher haben. Mist. Verdammt! So. Ja, es ging ja schnell mit dem Abwimmeln. Sorry. So. Dann fahren wir mal zu Brusky. Anscheinend müssen wir die Fahrzeuge dort abliefern. Also suchen wir das mal. Ganz eine aufregende Geschichte, finde ich. Das Spiel ist wirklich sehr spannend. Ich bin auch wirklich extrem gespannt, wie das jetzt weitergeht. Tete ca. 1,80 groß, dumm. Verstanden. Was wollt ihr von mir? Wir sind wahrscheinlich zu schnell gefahren. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich dieses Fahrzeug entweder da bei Brusky abliefern oder auf die Presse stellen. Gucken wir mal. Weil es ist nirgendwo irgendetwas gekennzeichnet oder so. Steigen wir mal aus, mal gucken. Also da ist er. Ah ja, 421, super.
Das zahlt sich aus. Gut, dann holen wir den nächsten Wagen. Sind wir zwar ohne Fahrzeug, ne? Müssen wir alles zu Fuß machen oder wie? Vielleicht finden wir gleich da vorne, vor dem Eingang. Eins. Es war schade, ne, um die schönen Autos, aber was soll's. Wir müssen einen Haufen Geld zusammenbekommen. Einstellen. Da vorne sind wir. Ich habe nichts gemacht. Oh Mist, hey, ich habe überhaupt nichts gemacht, Mann. Ich glaube, wir sollten uns mal umziehen. Ist wirklich scheiße, hey, weil da ist, ich glaube, es gibt ja hier auch gar keinen Laden oder so. Wo wir uns umziehen könnten. Mist, Mann. Mist, 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 Mist. Ah ja, da vorne sind Treppen. Da können sie uns jetzt nicht wirklich folgen. Mit ihren Autochen. So. So, wir kommen nicht drum herum, wieder ein Auto zu klauen. Ah, das ist schon wieder ein Bulle. War irgendwie klar, ne? Dass der uns da hinauf folgt. Ich dachte nur, vielleicht sind sie blöde. Sind sie ein bisschen blöde und so und können uns nicht folgen. Ah ja, da hinten. Weil da vorne habe ich gesehen, ist auch ein Kleidergeschäft. Überall sind sie, ne? Das ist wirklich schwer hier abzuhauen. So. Dann markieren wir mal ganz schnell dieses Geschäft hier und ziehen uns um.
und so ruhig wie möglich zu verhalten. Für Sie nur das Allerbeste. Kommt noch etwas dazu, Sir? Nein. Kommen Sie jeder... So, dann mal wieder ab zu Brusky. Ist ein bisschen nerviger Job. Muss ich ehrlich sagen. Weil bis wir so viel Geld zusammen haben, frage ich mich, wie viele Autos wir da klauen müssen. Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen bewusst so gemacht, ne? Dass die Fahrer so scheiße fahren, ne? Dass man sich aufregt und dann viel zu schnell fährt, damit man wieder von der Polizei verfolgt wird. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Autos verschrottet werden. Ich dachte... ich könnte das komplette Fahrzeug verkaufen und nicht das verschrottete. Aber egal, wir bekommen ja eh eine nette Summe dafür. Auch wenn es ziemlich mühsam ist, jetzt dieses ganze Geld zusammenzubekommen, ne? Deswegen werde ich jetzt hier mal eine Pause machen und in der Zwischenzeit einfach mal diese ganzen Fahrzeuge klauen, pressen und danach wieder weiter aufnehmen, weil jetzt mache ich noch eins und danach mache ich mal einen Schnitt, weil das ist ja blöde. Ein bisschen dämlich, wenn ich da jetzt permanent mitfilme. Geht mir ein bisschen auf die Nerven, dass das Radio sich immer automatisch einschaltet, wenn man einsteigt. Also ich lasse es nämlich lieber ausgeschalten. Ich finde zwar die Musik nicht unbedingt schlecht, aber mir wäre es halt lieber, wenn man das sich selbst entscheiden, wenn man selber entscheiden könnte, ob man das anhaben will oder nicht.
Ja, also ich mache das auf jeden Fall lieber als Läden auszurauben, weil erstens bringt es mehr Geld. Zweitens ist es nicht so gefährlich. Wenn ich jetzt den Laden ausraube, dann habe ich gleich mal die Bullen, die mich verfolgen. Und so, wie ihr seht, eben nicht. So, also ich habe jetzt genug Geld gesammelt, so wie es aussieht. Also muss ich jetzt zu... Du hast genug Geld gesammelt. Triff dich jetzt mit Joe. Gut, dann treffen wir uns mit Joe, super. Allzu viele Fahrzeuge muss ich dann glücklicherweise doch nicht klauen. Ich dachte schon, ich müsste da jetzt ewig viele hinbringen, aber nee, wir haben genug Geld. Das waren etwa so 4 Autos, 4 Fahrzeuge, also es ging eh. Gut, dann holen wir uns schnell mal ein neues. Verhalten wir uns am besten immer noch ruhig. Bin schon gespannt, was Joe zu uns zu sagen hat.